Mit Murat Yakin kehrte der FCB-Abwehrchef und Captain in die Mannschaft zurück. Die defensive Basler Abwehrversicherung. Jimenez war vorerst nur Ersatz. Vor Wochenfrist hatte Basel IB problemlos 3:0 abgefertigt und die Rot-Blauen gaben auch heute sofort den Tarif bekannt. Rossi, Vardanyan klärte, Eckball und die Berner bekunden bei Standardsituationen Mühe. Warum? Darum! Timo de Atuba völlig freistehend. Schon nach 4 Minuten hätte der Meister führen können. Wenn man diese Bilder sieht, muss man sagen, ja, führen müssen. Seit 8,5 Jahren hat IB in der Meisterschaft gegen Basel nicht mehr gewinnen können. Was kann man gegen diesen Komplex tun? Ja, frech die Offensive suchen. Berisha, toll gemacht! Johann Berisha bildete heute mit Chapuisat das Berner Sturmduo und Berisha war heiß, keine Frage. Diese Aktion blieb in der Startviertelstunde die Ausnahme. IB zeigte viel Respekt, zu viel Respekt. Basel entschlossen. Chipperfield. Dann Atuba. Rossi. Golavitti im Glück. Erstaunlich, wie viel Raum dem FC Basel gewährt wurde. Huckel nicht im Offside. Huckel, Rotanzi auf der Linie. Noch einmal, Benjamin Huckel, zu eigensinnig. Rotanzi bekam für seine Rettungstat sogleich den Lohn von Teamkollege Colavitti. Mangelnde Effizienz, bisher das einzige Manko im Spiel des Meisters. Der FCB kombinierte sich auch in den nächsten Minuten mühelos durch die Berner Abwehr. Chipperfield und immer noch stand es 0:0. Basel drückend überlegen. Die FCB-Dominanz löste an der Seitenlinie ein mittleres Erdbeben aus. Ein Erdbeben der Stärke 5 auf der Schellibaum-Skala. Vor allem auf der rechten Abwehrseite blieb IB anfällig. Der eifrige Rossi kaum zu bremsen. Hakan Yakins Kopfball genau in die Arme von Colavitti. Die Young Boys fanden weiterhin nicht ins Spiel, bekundeten Mühe. Sermeter verliert den Ball. Und sofort geht es wieder ab auf die andere Seite. Chipperfield, Yakin. Die x-te Möglichkeit fahrlässig vergeben. Es scheint tatsächlich so, als müssten die Berner bald zum Psychiater. Der FCB-Komplex blieb ausgeprägt bis kurz vor der Pause. Petrosian, aus dem Nichts eine exzellente Möglichkeit zu führen. Basel nach vielen verpassten Chancen beinahe noch bestraft. Zuberbühler mit gutem Reflex. 0:0 zur Pause. Manch einer im Stadion stellte sich die Frage, wie ist Basel zu bremsen? Vielleicht so? Chipperfield wurde kurz auf die Hörner genommen. Der Australier tauchte aber nach dem Seitenwechsel sogleich wieder auf. Yakin, Chipperfield, brotlose Kunst, die Basler Torimpotenz hielt an. Darum drängte sich dieser Wechsel auf. Jimenez kam für Barberis, ein klares Zeichen von Christian Groß. Er verstärkte die Offensive. Doch nicht Basel wurde frecher. Nein, nach der Pause trat plötzlich das Heimteam überzeugender auf. Sermeter. Manje, 1:0 IB, ein herrlicher Treffer, der Basel natürlich mitten ins Herz traf. Joel Manje, der Torschütze nach exakt einer Stunde. Perfekt die Vorarbeit von Sermeter, clever der Kopfball von Manje. Der Blick an die Seitenlinie. Positive Schellibaum-Eruption. Das 1:0 verfehlte die Wirkung nicht. Basel rannte stürmisch nach vorne und wurde in der Abwehr anfällig. Petrosian mit positivem Auftritt. Negatives gab es dann von Hakan Yakin zu sehen. Ein brutaler Foul. Yakin, bereits verwarnt, wurde von Schiedsrichter Bertolini
vom Platz gestellt. Gelb-Rot in der 75. Minute. Der Wind im Neufeld hatte gedreht, jetzt wurde es für Basel ganz heikel. Yakin, ein halber Meter vielleicht fehlte zum 1:1. Murat Yakin, toller Schuss. Wir stehen bereits in der letzten Minute, Basel längst nicht mehr so zwingend und jetzt auch noch mit Fehlern. Smiljanić lässt Zermeter einfach ziehen. Von Lanten unbedrängt mit der Entscheidung. Das 2:0 für Ibe in der 90. Minute. Schauen Sie diese Erleichterung. Die Berner legten heute mit einer großen Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit den FCB-Komplex ab. Christian Groß zog konsterniert von dannen, während der Berner Sieg wie ein Meistertitel gefeiert wurde. Endlich, nach, ich glaube, 9 Jahren hat Ibe nicht mehr gegen Basel gewonnen und es war sehr wichtig heute für uns. Ibe dürfte nun der UEFA-Cup-Platz kaum mehr zu nehmen sein. Das ist ein langer Weg, aber wir haben auch lange warten auf den Moment. Ich denke, auch die zweite Halbzeit haben wir auch verdient gewonnen schlussendlich. Wir haben sicher eine gewisse Phase in der ersten Halbzeit Glück gehabt. Aber es ist ein historischer Moment heute und wir geniessen es. Die Fans sollen es geniessen und vor allem die Mannschaft.